Und dann hier für die Küche nehmen wir Gucken wir uns das mal an. Ah, hat auch was. Sieht schon nice aus, aber den machen wir dann ein bisschen mehr mittig in dem Raum. So, dann Flur. Flur brauchen wir nichts so atemberaubendes jetzt, sagen wir mal so. Ja, komm, das wird reichen. Schade, wäre schön gewesen, gäbe es das auch in Cedar, dann lassen wir das so. Oder hier dunkel. Lampenschirm weiß. Und so. Müssen wir auch nachher Lichtschalter machen. Hier machen wir aber dasselbe. Einmal so. Und hier machen wir auch noch mal dasselbe. Aber eins und zwei. Und ich lasse mal die Türen offen. Wohnzimmer haben wir schon. Badezimmer. Badezimmer. Was nehmen wir fürs Bad? Na, die wird wohl reichen. Dunkel. Dunkel. Ja, das wird reichen. Ich sehe sowas als Badezimmerlampen. Schlafzimmer haben wir noch keine. Komm, für Schlafzimmer nehmen wir sowas. Bellerstahl, Stahl. Nee, machen wir. Ja, dann so. Und jetzt müssen wir mal Lichtschalter machen. Lichtschalter. Warum nehmen wir sowas? Holz wollen wir nicht. Schwarz auch nicht. Lassen wir weiß. Das Grau. Schwarz, ne, das lassen wir auch weiß. Und dann packen wir das hier hin. Eins. Dann kommt hier auch noch eins. Hier kommt noch eins. Hier kommt noch eins. Da auch. Badezimmer. Kommt hier eins. Okay, sieht man nicht so gut, wenn man reinkommt. Da haben wir. Gut. Da kommen wir jetzt nicht durch. Dann kommt aber hier eins hin und hier nochmal eins. Und hier kommt der dahin. Hoppla. So. Dann brauchen wir hier noch eins. Hier noch eins. Ne, warte mal. Den packen wir mal lieber dahin. Und hier noch eins, so wie hier. Dann haben wir überall Licht. Joa, leuchtet auch alles gut. Oh, der ist nice. Von der Beleuchtungskraft. Ich sehe was, was wir eigentlich vergessen hatten. Eine Tür zum Garten. Dann packen wir das eher, ne, mehr hier hin. Dann packen wir das dahin. Und den direkt da dran.
Und bauen jetzt eben ganz schnell eine Tür in den Garten. Können wir aber auch so eine Tür irgendwie machen. Grau? Ne, weiß. Wir bleiben bei weiß. Ja, ist auch interessant. Jetzt brauchen wir aber dieses Holz wieder. Das ist sehr interessant hier mit dem Fenster und der Dings. So, was haben wir neulich gekauft? Ach ne, finden wir nicht mehr. Muss ich jetzt suchen. Vanille hatten wir. Hatten wir den hier gehabt? Schauen wir mal. Ja, hatten wir. Zum Glück. Zum Glück habe ich den richtigen gefunden. Dann brauchen wir aber wieder weiße Farbe. So, nochmal Wände. Farben, Graustufen, Weiß, Klein. So. Oder warte, haben wir hier noch Farbe dran? Ja, hatten wir noch Glück gehabt. Wir haben noch. Ach, das gehört zum Dingens hier. Okay. Ja, das ist nicht so schlimm. Kann man ja zumachen. Aber gut, dass ich nochmal kontrolliert habe, mein Pinsel da, meine Rolle, bevor wir jetzt da. Obwohl, wir wollten ja hier eh neue Farben machen. So, Licht an. Hier haben wir Licht an. Licht an, Licht an. Hier kommen wir nicht durch. Hier machen wir auch einmal Licht an. Nice. Und hier. Ist auch schon nice. Und wie hell es auf einmal wird. So. Hier wollen wir auch Fliesen dran machen. Dann gehen wir hier nochmal auf Wände, Wandfliesen. Ja, aber wir wollen hier ein, das so irgendwie zur Hälfte mit der Farbe dann abgedeckt ist. Also zur Hälfte Fliesen, zur Hälfte Wandfarbe. Aber auch was am besten zu dem. Nee, also so wollen wir das auf jeden Fall haben, aber nicht diese Ziegel. Fliesen, Entschuldigung. Ja, das hätte ich gerne. Aber mit Hälfte Tapete quasi. Oder Wandfarbe eher. Muss ich wohl mir was anderes überlegen. Oder hier. Ja, hier. Dann nehmen wir erstmal das. Das sind hier. Ich will nur. Nur diesen Bereich hier haben. Damit. Ich glaube, zwei Stapeln werden mehr als genug sein. So. Ja. Geht in Ordnung.
Ist zwar jetzt nicht exakt das, was ich mir gewünscht habe, aber was ich mir im Kopf vorgestellt habe, finde ich hier nicht. Passt sogar ein bisschen. Und den Bereich noch. Wollen wir bis hierhin haben, exakt, genau. Vielleicht den Bereich noch hier. So. Ja. Passt wohl. So, dann hinlegen und den Rest können wir verkaufen. Ich finde, sieht echt gut aus. Kann sich sehen lassen, definitiv. Der Rest der Küche bleibt ja so. Dieses bis hierhin und bis dahin. Und hier im Wohnzimmer. Ich glaube, wir versuchen es hier mal mit einem warmen Orangeton. Auf jeden Fall. Wände, Farben. So. Orange, ja. Frische Karotte oder Kürbis? Ich glaube, Kürbis Moment sieht gut aus. Nehmen wir mal den Farbton. Packen wir auf den Tisch, da wo es sich auch gut passt. Wo es gut hingehört. Und schauen wir uns erstmal hier die Farbe an. Ja, passt gut. Also bei der Farbe beklage ich mich nicht. Die ist echt schön. Die passt gut hier hin. So, nochmal nachtanken. Jetzt stecke ich hier fest. Toll. Kann es sein, dass die Farbe länger hält, weil ich hier schon vorgestrichen habe? Ah, nice, hier kommen wir auch an die Wand dran. So, hier wird schwierig. Ne, doch nicht. Nicht so schwierig, wie ich geglaubt habe. Irgendwie sieht das schon geil aus. Oder was meint ihr? Sieht schon irgendwie geil aus. Hat auf jeden Fall irgendwas. So einen geilen Akzent oder wie sagt man dazu? Auf jeden Fall was Eigensinniges. Sagen wir mal, das Haus hat Charakter. Und wieder leer. Ja, sieht auf jeden Fall farbenfroher, lebendiger aus, passt zueinander, gefällt mir auf jeden Fall. Aber den Farbton brauchen wir nicht mehr. Küche, würde ich sagen, lassen wir weiß.
Küche bleibt so von Farbe. Den haben wir auch eigentlich im Grunde fertig von Fliesen. Hier würde ich mal eine andere Farbe versuchen. Sagen wir mal so einen Grünton. Mal schauen, was hier für einen Grünton gibt. Oder gibt es hier... In der Türkis hatten wir hier nicht. Und dann dunkle Limone. Komm, die nehmen wir. Auch große L. Und probieren es einfach mal aus. Ja. Passt wohl. Ja, sieht nicht tot aus auf jeden Fall. Hier würde ich vielleicht selbe Farbton machen. Den nehmen wir mal hier rein. Hallo? So, ja. Ich finde es krass, wie viel Farbe, also wie viele Wände wir auf einmal streichen können, nur weil wir einmal vorher weiß vorgestrichen haben. Oder liegt es einfach nur daran, dass die Wand vorher weiß ist und da deswegen weniger Farbe gebraucht wird? Liegt das vielleicht daran? Wenn das vorher ein weißer Hintergrund ist oder und hier eine weiße Wand einfach, dass es dann schneller deckt als und weniger Farbe gebraucht wird, als wenn da was anderes wäre. So, hier haben wir grün und hier passt. Seht ihr das? So ein kleiner Glitch oder sowas. Boah, hier würde ich gerne so einen Blauton nehmen. Blau. Komm, wir nehmen mal so ein schläfriges Blau. Das sind nicht so zu krasse Farben. Aber trotzdem angenehme, schöne. Ich finde es aber komisch, dass immer noch die Familie dieses Haus haben will. Die können damit nichts anfangen. Ja, bei mir ist auch egal. Wenn die diejenigen sind, die es haben wollen und damit nicht glücklich sind, ist mir egal. Wenn die so... Ja, ich will jetzt nicht gemein klingen oder so, aber wenn die so dumm sind und das kaufen, obwohl es nicht... Obwohl die nicht die Zielgruppe dieses Hauses sind, dann sind die selber schuld. Ich mache nur die Häuser fertig und verkaufe es an den Bestbietenden.
Und das war's. So, hier haben wir es fertig. Farben. Und ich glaube, mehr Farben brauchen wir nicht. Hier blau, da grün, hier weiß, orange. Perfekt. Besser geht's nicht. Ach, hier komme ich immer noch nicht durch. Dann würde ich aber sagen, wir fangen dann mit den Dekorationen an. So, Fußböden. Was nehmen wir wohl als erstes? Da nehmen wir was Grünes. Für hier. Ja. Und dahin. Sieht gut aus. Dann gibt es den auch. Dunkelblau, nee. Nee, den dann eher weniger. Nee, auch nicht. Nee. Gibt es den auch in Blau? Ja, der sieht geil aus. Das Schlafzimmer. Kommt hier hin, so. Nice. Zebra-Teppich, Teppich Kuhfell, Teppich Bärenfell, Bullenfell. Boah, so was wäre nice. Komm in grün. Hier. Welcome. Fußmatte Pfötchen. Das Wohnzimmer vielleicht, da ist ein Wohnzimmer. Jein. Gucken wir mal noch in der Größe an. Oh. Ja, komm, egal, nehmen wir. So, dann noch fürs Badezimmer irgendwie eins. Teppichkreis nehmen wir weiß. Ah, hier kommen wir nicht durch. Kommt hier eins. So, Deckendekorationen. Lederbezogene. Okay. Gemälde. How you doing? Bei Bildern habe ich keine Ahnung, ob da was Neues hinzugekommen ist. Außer meine eigene Galerie hier, aber. Das war es dann wohl auch. Ja, gehen wir zurück. Hängende Deko. Oh, Strohhüte. Wanddekoration Wolf. Nashorn. Den kennen wir ja noch. Aber Wolf. Gold.
Schwarz, Joa. Grundlage nehmen wir auch. Nee, schwarz wollte er dann nicht. Silber. Rahmengold. Schauen wir uns das mal an. Ah, sieht schon geil aus. Gefällt mir auf jeden Fall, muss ich haben oder muss hier rein. Wanddeko, Teller, dekoratives Ziegengeweih. So, Kamine brauchen wir nicht hier, Pflanzen. So, komm, kleine Säcken suchen wir uns mal. Nee, nicht Gold, Creme. Kann man hier anpacken? Ja. Das kann in die Küche. Hier wird es sich auch gut stellen. Komm, hier. Wohnwände? Nee, das brauchen wir nicht. Spiegel, da sind wir ja schon. Die brauchen wir noch. Den brauchen wir in... Nee, den gibt es nicht in Cedar. Hier Cedar. Und dann ab ins Schlafzimmer. Hier, genau. Hä? Spiegel ist kaputt. Da ist das Badezimmer. Hier brauchen wir auch noch eins. Boah, warte, den. Ja, den haben wir schon in Cedar. Für hier. Ach, das ist ein Bodenspiegel. Oder wie? Ne? Oder warte, den? Ne? Da haben wir Cedar. Passt. Sieht gut aus. Und jetzt fürs Badezimmer noch eins. So, passt. Ja, Spiegel ist kaputt. Dann, was haben wir hier noch? Stehende Deko. Ja, ich bin hier nicht so ganz glücklich mit. Bandur Ranch. Komm, die nehmen wir mal fürs Wohnzimmer. Dahin. So.
Die sieht auch geil aus, aber würde hier nicht passen. So, und Zubehör. Das Badezimmer erstmal. Seifenspender Rezo. Nice. Nehmen wir so. Badezimmer wieder. Okay, können wir da nicht abstellen. Schade. Gibt es denn auch Weiß? Ja, komm. So. Und hier Toilettenpapier. Ist immer wichtig. So. Ich sage, Badezimmer ist fertig. Brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Dann Behälter. So. Die Küche. Braucht man sowas immer? Kommt hier in die Ecke. So. Passt. Büro. Brauchen wir nichts. Hobby. Gibt es nichts, was ich hier haben will? Kinder braucht man nicht, Kosmetik nicht, Küchen. Für Küche auf jeden Fall. So, dunkel. Details. Passt. So, das kommt hier hin. Kommt noch ein bisschen höher. Ja, so. Dann so ein Ding. Zeder. Kommt hier hin. Flasche Ceri. Keine Ahnung, wofür das sein soll. Aber ich finde es geil, was hier jetzt alles an Details möglich ist. So eine Obstschale. Ne, hier gab es doch auch noch eine Obstschale, eine größere. Ja. Dunkel. Ist ein bisschen zu groß. Dann bleiben wir doch lieber bei der anderen. Ja. Ist dunkel. Jo. Dann sowas brauchen wir auch. Dunkel. Dunkel. Ach so, das muss so stehen. Nice. Dann kommt das hier hin. Komm, den brauchen wir in Weiß. Oder... Ja, komm, den nehmen wir in Weiß. Kommt hier hin.
Dann gibt es hier noch. Haben wir Küchenutensilien? Nuss, Holz, Holz. Ah, ist zu breit. Schade. Aber dann nehmen wir das. Kommt hier hin. Nee, hier ist besser. Dann so. Wenn es in die Ecke nicht will, dann passt das halt so. So, Küchen haben wir. Sauna braucht nicht. Spezialobjekte. Farbdose Fetz. Will ich mal ausprobieren. Kann man da vielleicht irgendwie so? Nö, schade. Und Werkzeuge. Ah, das machen wir gleich in der Garage. Nee, zurück.